Dann spiele ich mit Frau Schickberg und dann mit Reis und dann mit Frau Links 2 zu 5. Die Rückrunde der Oberliga wird erst am 16. Februar kommenden Jahres fortgesetzt. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage Tschüss und auf Wiedersehen im Jahr 2019. Norman, die Freude sehr groß gewesen, vor allem nach den Toren hat man den Jubel lautstark gehört. Ja, wie geht's dir? Ja, also ich muss sagen, das ist ein richtig guter Abschluss von diesem Jahr. Wir sind natürlich froh über die 3 Punkte und ich denke mal, mit einem Halbfinale stehen wir ja im Pokal und jetzt 20 Punkte an der Abschlusstabelle, da kann man beruhigt in die Winterpause gehen. Ja, und die Freude war, denke ich mal, darüber hinaus noch besonders, weil du ja bei deinem Ex-Verein warst. Ja klar, natürlich. Für mich war das schon ein emotionales Spiel. Ich war ziemlich lang hier, habe vieles mitgemacht, positiv, negativ. Aber mich freut es einfach, dass wir heute gewonnen haben und auch noch mit so einer souveränen Leistung. Wenn man mal die erste Viertelstunde ausblendet, war mir klar die bessere Mannschaft. Ja, kannst du mehr Details zum Spielverlauf sagen, wie ihr das heute gemacht habt? Ja, ich denke mal, wie gesagt, die erste Viertelstunde, also die war von uns, da waren wir nicht auf dem Platz, da waren wir noch irgendwo anders, aber nicht hier. Und da haben wir uns eigentlich ganz, ganz gut gefangen und haben die Spielberger auch in ihre Hälfte eingeschnürt, hatte eine Chance nach der anderen. Und zweite Halbzeit hat sich das eigentlich fortgeführt. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore gemacht, waren tonangebend. Und das dann hinten raus, so die letzten 10 Minuten, dass die alles nach vorne werfen. Das ist ja klar, aber dann haben wir auch richtig nochmal nachgelegt, das 5-2 und dann war der Sack hier zu. Ein erfolgreiches Jahr, du hast es schon angesprochen, eine erfolgreiche Runde. Ja, was war oder ist man über dem Soll oder voll im Soll? Wie siehst du es? Ich denke mal, wenn man das Ganze betrachtet, die ganze Runde, ein Highlight hat bei uns eigentlich das nächste gejagt, wenn man das so nimmt. Wir wurden ja Pokalsieger, haben das DFB-Pokalspiel gehabt gegen Nürnberg, wo wir richtig gut waren, knapp verloren. Dann haben wir unsere Heimstärke präsentiert. Wir sind daheim ziemlich stark. Ich denke mal, das ist auch das Wichtigste. Und wir hatten so viele englische Wochen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind im Pokal-Halbfinale. Also wir sind total im Soll. Ja, jetzt geht's in die Winterpause. Was wird da passieren? Was denkst du, was für Aufgaben auf euch da warten? Ja, ich denke mal, erstmal ist jeder froh, 2-3 Wochen Ruhe zu finden. Und ich habe es gerade schon erwähnt, es war eine anstrengende Runde, viele englische Wochen. Und sonst erstmal Erholung. Und es geht ja schon relativ früh los auch mit der Vorbereitung. Wir starten, glaube ich, schon Mitte Januar, weil die Oberliga ziemlich früh losgeht. Und deswegen tut uns die Erholung, glaube ich, ganz gut. Norman, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg weiterhin. Danke auch.